Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie zum Video Gründerunterhaltung, Gründerunterumbruch. In diesem Video gehen wir auf die Bestimmungen zum Thema Gründerunterhaltung und Gründerunterumbruch bzw. Umwandlung in eine andere landwirtschaftliche Nutzung in der GAP ab 2023 ein und leiten daraus entsprechende Auswirkungen für das Jahr 2022 ab. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die rechtlichen Vorgaben für die GAP ab 2023 bzw. für das ÖPUL 2023 noch nicht abschließend genehmigt sind und daher auch Änderungen nicht ausgeschlossen werden können. Wenn möglich, soll ein Gründerunterumbruch vermieden werden. Als Interessensvertretung für die Bäuerinnen und Bauern wissen wir aber von den Zwängen, denen unsere landwirtschaftlichen Betriebe unterworfen sind. Ein Beispiel: Wenn ein Betrieb die Rinderhaltung aufgibt, dann ist es sehr schwer bis unmöglich, eine betriebswirtschaftlich interessante Alternative zur Verwertung des Grünlandaufwuchses zu finden. In diesem Video geben wir in erster Linie Hinweise zum Thema Grünlandumbruch bzw. zur Umwandlung von Grünland in andere landwirtschaftliche Nutzungen wie Ackerland oder Spezialkulturen. Auf die Herausnahme von Grünlandflächen aus der landwirtschaftlichen Nutzung wird in diesem Video nicht im Detail eingegangen. Hören Sie zunächst eine Stellungnahme des Kammerdirektors der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, Magister Karl Dittachmeier. Geschätzte Bäuerinnen und Bauern, der Erhalt des Dauergrünlandes ist ein zentrales gesellschaftliches Anliegen und bleibt damit weiterhin ein zentraler Schwerpunkt in der gemeinsamen Agrarpolitik. Bei der Erarbeitung des neuen Agrarumweltprogrammes ÖPUL war es uns daher ein ganz zentrales Anliegen, insbesondere die Grünlandmaßnahmen hinsichtlich der Prämien wesentlich attraktiver zu gestalten, um damit mittel- und längerfristig die Bewirtschaftung des Dauergrünlandes sicherzustellen. Dennoch kann es in der bäuerlichen Praxis in Einzelfällen immer wieder die Situation geben, dass auch der Umbruch von Dauergrünland in Erwägung gezogen wird. Mit diesem Beratungsvideo wollen wir etwas mehr Licht in die durchaus vielfältigen und komplizierten Regelungen für den Erhalt des Dauergrünlandes bringen. Die nachfolgenden Informationen wollen wir dabei aber keinesfalls als Anleitung zum Umbruch von Dauergrünland verstanden wissen. Der wirtschaftliche Erhalt des Dauergrünlandes ist und bleibt weiterhin ein ganz zentrales Anliegen in der Kammerarbeit. Im auslaufenden ÖPUL 2015 sind drei Maßnahmen von Grünlanderhaltungsauflagen betroffen: umweltgerechte und biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung, kurz UBB, biologische Wirtschaftsweise, kurz Bio, sowie die Maßnahme vorbeugender Grundwasserschutz Grünland. Bei Teilnahme an dieser Maßnahme musste neben einem Grünlandumbruch auch auf eine Grünlanderneuerung durch Umbruch verzichtet werden. Auch ein Acker-Grünland-Flächentausch war bzw. ist nicht zulässig. Grünlanderhaltungsauflagen gab und gibt es bis einschließlich 2022 auch in den Bereichen Cross-Compliance und Direktzahlungen. Die wesentlichen Einschränkungen mit vielen betroffenen Betrieben gab es aber bei Teilnahme an den genannten ÖPUL 2015 Maßnahmen. Bezogen auf die Maßnahmen UBB und Bio besteht die Verpflichtung zur Erhaltung des Grünlandausmaßes im Verpflichtungszeitraum. Als Referenzflächenausmaß gilt die Grünlandfläche im ersten Jahr der Verpflichtung plus das im Jahr davor umgebrochene Flächenausmaß. Das bedeutet, dass ein Grünlandumbruch nach dem MFA 2022 schon dem neuen ÖPUL, also dem ÖPUL 2023, angelastet wird. In diesem Zusammenhang muss aber die Beurteilung je nach Fallkonstellation erfolgen. Mehr dazu noch in diesem Video. Folgende Toleranzgrenzen wurden im ÖPUL 2015 festgelegt: Über den Verpflichtungszeitraum können bis zu 5% des Referenzflächenausmaßes in Acker-, Dauer-, Spezialkulturen oder geschützter Anbau umgewandelt werden, jedoch jedenfalls 1 Hektar und maximal 3 Hektar. Im ÖPUL 2023 soll es ausschließlich die 1 Hektar Toleranz geben.
Bestehen auch nur geringste Zweifel hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Toleranzgrenzen, dann muss das entweder entsprechend abgeklärt oder auf die Umwandlung von Grünland in andere Nutzungsarten verzichtet werden. Unsere Empfehlung lautet: Ein allfälliges Storno der im Herbst 2021 verlängerten ÖPUL 2015 Maßnahmen soll bis spätestens 15. Mai 2022 erfolgen, auch wenn das zu einem späteren Zeitpunkt auch noch nicht ausgeschlossen ist. Die AMA informiert dazu wie folgt: Falls die Verlängerung laut Herbstantrag 2021 doch nicht in Anspruch genommen werden soll, können die Maßnahmen bis zur Ankündigung einer Vorortkontrolle oder Mitteilung einer Verwaltungskontrolle, zum Beispiel in der Auszahlungsmitteilung für 2022, mittels Korrektur zum Herbstantrag 2021 auf www.iama.at storniert werden. Die Förderungsverpflichtungen müssen bis zur Abmeldung eingehalten werden. Eine Abmeldung hat keine Auswirkung auf den Verpflichtungszeitraum 2015 bis 2021. Auf dieser Folie stellen wir die Bereiche vor, die wir aus Sicht der GAP ab 2023 in diesem Video behandeln werden. GAP ist die Abkürzung für gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union. In welchen Bereichen kommen in der GAP ab 2023 Grünlanderhaltungsauflagen bzw. Grünlandumbruchsverbote vor? Im Bereich der Konditionalitäten. Darunter werden bestimmte Grundanforderungen an die Betriebsführung und Standards im Zusammenhang mit dem guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand verstanden. Die Konditionalitäten setzen sich aus den bis einschließlich 2022 gültigen Cross-Compliance-Bestimmungen sowie den Greening-Auflagen zusammen. Auch im ÖPUL 2023 werden wieder Maßnahmen angeboten, die als Förderungsverpflichtung Bestimmungen zur Erhaltung des Grünlandausmaßes enthalten. Wichtig: Wird im Jahr 2022 umgebrochen, dann dürfen auch die bis Ende 2022 gültigen Grünlanderhaltungsbestimmungen bzw. Umbruchsverbote nicht außer Acht gelassen werden. Landesgesetze? Den Hinweis darauf geben wir der Vollständigkeit halber. Landesgesetze haben aber nichts oder nur am Rande mit der GAP ab 2023 zu tun. Gerade beim Thema Grünlanderhaltung, Grünlandumbruch gilt der Grundsatz: Besser einmal öfter recherchieren oder nachfragen, als einmal zu wenig. Die sogenannten Konditionalitäten ab 2023 beinhalten, wie gesagt, die Grundanforderungen an die Betriebsführung sowie insgesamt 10 GLÖTS-Standards. GLÖTS ist die Abkürzung für guter landwirtschaftlicher und ökologischer Zustand. In folgenden GLÖTS-Standards kommen Bestimmungen zur Grünlanderhaltung vor. GLÖTS 1: Die Dauergrünlanderhaltung ist auf nationaler Ebene zu erfüllen bzw. darf maximal 5% betragen. Ab 4% muss bzw. müsste die AMA ein Antragsverfahren durchführen. Das Referenzjahr für die Berechnung einer allfälligen Abnahme des Dauergrünlandes ist das Jahr 2018. Inhaltlich sind diese Bestimmungen identisch mit den Vorgaben zwischen 2015 und 2022, abgesehen vom neuen Referenzjahr 2018. GLÖTS 2: Der angemessene Schutz von Feuchtgebieten und Torfflächen besagt unter anderem, dass die Umwandlung bzw. das Umpflügen von Dauergrünland verboten ist. Dieser GLÖTS-Standard gilt bezogen auf eine festgelegte Gebietskulisse. GLÖTS 4: Pufferstreifen sind ab einem mäßigen Zustand von Gewässern zu schaffen. Der Umbruch von Dauergrünland innerhalb von 10 Meter zu stehenden Gewässern sowie innerhalb von 5 Meter zu Fließgewässern ist verboten. Ausgenommen ist lediglich die Neuanlage des Pufferstreifens. GLÖTS 9: Verbot der Umwandlung oder des Umpflügens von Dauergrünland in Natura 2000 Gebieten. Das Verbot bezieht sich auf das umweltsensible Dauergrünland im Natura 2000 Gebiet sowie auf Almflächen im Natura 2000 Gebiet. Unter umweltsensiblem Dauergrünland werden bestimmte Lebensraumtypen innerhalb von Natura 2000 Gebieten verstanden. Im GIS gibt es dafür einen eigenen Layer. Ein Beispiel für umweltsensibles Dauergrünland: 6410 Pfeifengraswiesen.
Im ÖPUL 2023 werden, die Programmgenehmigung laut dem derzeitigen Entwurf vorausgesetzt, drei Maßnahmen mit Auflagen zur Grünlanderhaltung angeboten. Die umweltgerechte und biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung, kurz UBB, die biologische Wirtschaftsweise, kurz Bio, sowie die Maßnahme Humuserhalt und Bodenschutz auf umbruchsfähigem Grünland, kurz Humus. Humus ist die Nachfolgemaßnahme für die regional angebotene ÖPUL 2015 Maßnahme Vorbeugender Grundwasserschutz Grünland. Folgende Bestimmungen zur Grünlanderhaltung sind, bezogen auf die drei genannten Maßnahmen, im ÖPUL 2023 vorgesehen. Es besteht die Verpflichtung zur Erhaltung des Grünlandausmaßes im Verpflichtungszeitraum. So wie im ÖPUL 2015 wird auch im ÖPUL 2023 eine etwas strengere Toleranzgrenze angeboten. Bei Teilnahme an den Maßnahmen UBB und Bio darf maximal 1 Hektar Dauergrünland in Acker-, Dauerkulturen bzw. Spezialkulturen oder geschützten Anbau umgewandelt werden. Somit bestehen also geringfügige Unterschiede zur Toleranzgrenzenregelung im ÖPUL 2015. Der innerbetriebliche Flächentausch wird akzeptiert, wenn dieser Zug um Zug durchgeführt wird. Als Referenzfläche gilt die Grünlandfläche im ersten Jahr der Verpflichtung plus das im Jahr davor umgebrochene Flächenausmaß. Das bedeutet, dass bei Teilnahme an UBB oder Bio ab 2023 ein Grünlandumbruch nach dem MFA 2022 schon dem neuen ÖPUL, also dem ÖPUL 2023, angelastet wird. In diesem Zusammenhang muss aber die Beurteilung je nach Fallkonstellation erfolgen. Mehr dazu auf der nächsten Folie. Auf dieser Folie bringen wir Details zur Referenzfläche im ÖPUL 2023 bzw. zur Frage, welche Nachweise für einen Umbruch im Jahr 2022 erbracht werden müssen, damit der Umbruch nicht der neuen GAP-Periode ab dem 1. Jänner 2023 angelastet wird. Findet ein Grünlandumbruch im Frühjahr 2022 statt und dieser wird bereits im Mehrfachantrag 2022 dokumentiert, es wird also die Umbruchsfläche bereits mit der Nutzungsart Acker sowie mit einer Acker-Schlagnutzungsart beantragt, dann wird der Umbruch jedenfalls dem Jahr 2022 und somit der alten GAP-Periode bzw. dem ÖPUL 2015 angelastet. Ein Beispiel dazu: Auf einer im Mehrfachantrag 2021 als Grünland beantragten Fläche wird im Mehrfachantrag 2022 die Schlagnutzung Sommergerste beantragt. Erfolgt der Umbruch erst nach dem Mehrfachantrag 2022, jedoch vor dem 1. Jänner 2023, dann empfehlen wir folgende Vorgangsweise. Mitteilung an die AMA, am besten online auf www.iama.at. Digitalisierung der Umbruchsfläche im Herbst 2022, möglichst deutlich vor dem 1. Jänner 2023, unabhängig von einer Teilnahme an der Maßnahme Begrünung von Ackerflächen zwischen Fruchtanbau. Werden keine entsprechenden Nachweise erbracht, dann wird ein Grünlandumbruch nach dem Mehrfachantrag 2022 dem ÖPUL 2023 angelastet. Bei Teilnahme an der Maßnahme Humuserhalt und Bodenschutz auf umbruchsfähigem Grünland sind die Bestimmungen zur Grünlanderhaltung bzw. Grünlandumbruch strenger gegenüber UBB oder Bio. Die Bestimmung bei Teilnahme an Humus lautet: Verzicht auf Grünlandumbruch einschließlich Grünlanderneuerung durch Umbruch auf allen Grünlandflächen des Betriebes. Es ist also auch die Grünlanderneuerung durch Umbruch nicht zulässig. Eine Toleranz in geringfügigem Ausmaß wird auch den Teilnehmern an dieser Maßnahme zugestanden. Abweichungen bis zu 300 Quadratmeter je Einzelfläche gelten nicht als Umbruch. Wird neben Humus auch an UBB oder Bio teilgenommen, dann gilt dennoch die strengere Umbruchstoleranz der Maßnahme Humus. Zwischen der ÖPUL 2023 Maßnahme Humus und der Vorgängermaßnahme im ÖPUL 2015 Vorbeugender Grundwasserschutz Grünland
besteht ein wesentlicher inhaltlicher Unterschied. Als Umbruch werden bei Teilnahme an HUMUS im Ökopol 2023 alle technischen Verfahren angesehen, die eine Zerstörung der Grasnarbe bewirken. So werden nicht nur Geräte wie Pflug, Fräse oder Grupper als nicht zulässige Geräte angesehen, sondern beispielsweise auch Kreiselecke, Zinkenrotor oder Rotorecke. Zulässig sind also nur noch eindeutig umbruchslose Verfahren, wie beispielsweise sogenannte Nachsatzstriegel. Auf IAMA kann unter Eingaben, andere Eingaben, Meldung Grund und Umbruch folgendes gemeldet werden: Ein Grund und Umbruch, eine Grund und Erneuerung sowie ein Grund und Umbruch mit Neueinsaat auf einem anderen Feldstück, besser bekannt als Ackergrund und Flächentausch. Auch landesrechtliche Bestimmungen können den Grund und Umbruch verbieten, zum Beispiel das Oberösterreichische Natur- und Landschaftsschutzgesetz, in Europaschutzgebieten oder in Naturschutzgebieten. Für weiterführende Informationen kann mit dem Bezirksbeauftragten für Natur- und Landschaftsschutz oder mit der Schutzgebietsbetreuung Kontakt aufgenommen werden. Die Beweggründe, eine Grünlanderneuerung vorzunehmen, können vielfältig sein. Häufig liegen die Gründe, die zu Grünlanderneuerungen führen, vor allem im massiven Auftreten von Engerlingen. Im Gegensatz zu einem Grünlandumbruch führt eine Grünlanderneuerung zu keiner Änderung der Nutzungsart. Das heißt, dass eine Grünlandfläche nach der Erneuerung wieder als Grünland genutzt und auch weiterhin mit Nutzungsart Grünland beantragt wird. Die Neuansaat einer Grünlandmischung darf unter Deckfrucht erfolgen. Eine gängige Deckfrucht ist der Hafer. Der Anbau von Ackerkulturen wie zum Beispiel Getreide oder Eiweißpflanzen ohne Anbau einer Grünlandmischung wird im Rahmen von Vorortkontrollen als Grünlandumbruch eingestuft. Eine Grünlanderneuerung muss Zug um Zug erfolgen, also Bodenbearbeitung bzw. Umbruch, und unmittelbar daran anschließend muss die Neuansaat erfolgen. In begründeten Ausnahmefällen ist der Umbruch im Herbst und die Anlage im Frühjahr möglich. Beispiel Engerlinge: Wenn der Umbruch spät erfolgt bzw. aufgrund der Notwendigkeit, Engerlinge zu bekämpfen, sehr spät erfolgen muss, dann kann die Neuanlage auf das Frühjahr des Folgejahres verschoben werden. Bei einem begründeten Umbruch ab Mitte August, zum Beispiel aufgrund der Engerlinge, kann von einem Ausnahmefall gesprochen werden. Die Neuanlage kann im Frühjahr des Folgejahres erfolgen, auch wenn der spätestmögliche Neuanlagetermin im Ermessen der Landwirte liegt und auch nach Witterungsverlauf und Gebiet beurteilt werden muss. Bei Umbruch im Herbst und Anlage im Frühjahr muss dies an die AMA gemeldet werden, auch von UBB und Biobetrieben. Unsere dringende Empfehlung ist, mit der Grünlanderneuerung nicht zu spät zu beginnen, sodass auch noch die Zeit für eine rechtzeitige und fachlich vertretbare Neuanlage maximal im Spätsommer bleibt. Wie bereits erwähnt, sind bei Teilnahme an der Maßnahme Humuserhalt und Bodenschutz auf umbruchsfähigem Grünland alle technischen Verfahren, die eine Zerstörung der Grasnarbe bewirken, verboten. Bei Teilnahme an der Maßnahme Humus soll es zwei Ausnahmen vom Verbot des Grünlandumbruchs bzw. der Grünlanderneuerung durch Umbruch geben. Erstens, aufgrund von Schädlingsbefall, zum Beispiel Engerlinge, Maulwurfsgrillen, Schwarzkopfregenwurm oder durch Wildschweine verursachte Schädigungen. Zweitens, die Neueinsaat einer dauerhaften regionalen Grünland-Saatgutmischung auf Grünlandflächen, die aus mindestens 30 Arten aus 7 Pflanzenfamilien besteht. Dabei geht es um besondere Biodiversitätsflächen bei UBB oder Bio-Teilnahme im Ökopol 2023. Die Nachweise für die Inanspruchnahme der Ausnahmebestimmungen müssen am Betrieb aufbewahrt werden. Eine Meldung an die AMA ist jedoch in diesem Zusammenhang nicht erforderlich. Die Notwendigkeit einer Grünlanderneuerung, zum Beispiel aufgrund der Schädigung durch Engerlinge, könnte auch die Maßnahme Naturschutz sowie das umweltsensible Dauergrünland betreffen. Falls die Notwendigkeit einer Grünlanderneuerung auf Flächen mit beantragter Ökopol-Maßnahme Naturschutz besteht,
Diese Flächen werden mit dem Code WF beantragt, sind folgende Punkte zu beachten. Es ist eine Meldung per E-Mail an die Abteilung Naturschutz bzw. eine Abklärung mit der Abteilung Naturschutz erforderlich. Neueinsaaten werden nur in bestimmten Fällen erlaubt. Beispiele: Wildschäden, Schädigungen durch Engerlinge, Murenabgänge oder sonstige Fälle höherer Gewalt. Die Prämien für diese Flächen werden bei positiver Beurteilung durch den Naturschutz gewährt. Wichtig: Allfällige Aktivitäten auf diesen Flächen dürfen erst nach positiver Beurteilung durch den Naturschutz vorgenommen werden. Unter umweltsensiblen Dauergrünland werden, wie bereits erwähnt, bestimmte Lebensraumtypen innerhalb von Natura 2000 Gebieten verstanden. Im GIS gibt es dafür einen eigenen Layer. Falls die Notwendigkeit einer Grünlanderneuerung auf umweltsensiblen Dauergrünland besteht, sind folgende Punkte zu beachten. Es ist eine Meldung per E-Mail an das GAP-Referat der AMA erforderlich und es muss die Genehmigung der AMA abgewartet werden. Der Schutzgebietsbetreuer muss kontaktiert werden. Die Abteilung Naturschutz weist darauf hin, dass im Zusammenhang mit dem umweltsensiblen Dauergrünland auch zu berücksichtigen ist, ob die geplante Maßnahme im betreffenden Europaschutzgebiet einen bewilligungsfreien Eingriff darstellt oder sogar einer Naturverträglichkeitsprüfung bedarf. Rasche Informationen dazu kann eben die Schutzgebietsbetreuung liefern. Allfällige Prämien für diese Flächen werden gewährt, die erteilten Genehmigungen vor irgendwelchen Aktivitäten auf diesen Flächen vorausgesetzt. Für das umweltsensible Dauergrünland gilt zusätzlich, dass die Grünlanderneuerung keinesfalls durch Einsatz von Pflug- oder Tiefenlockerer erfolgen darf. Auf dieser Folie bringen wir Beispiele zum Thema Grünlanderhaltung, Grünlandumbruch, ausschließlich aus Ökosicht und ausschließlich bezogen auf die Teilnahme an den Maßnahmen UBB oder Bio bzw. Nichtteilnahme an diesen Maßnahmen. Ein Verstoß gegen die Grünlanderhaltung muss nicht zwangsläufig mit einem Grünlandumbruch einhergehen. Auch die Umwandlung von Grünland in eine Spezialkulturenfläche kann zu Beanstandungen führen. In diesen Beispielen wird von einer Grünlandreduktion durch Umbruch oder Anlage einer Spezialkultur ausgegangen, nicht jedoch aufgrund einer Herausnahme aus der landwirtschaftlichen Nutzung. Wir betonen noch einmal, dass diese Hinweise keine Anleitung zum Grünlandumbruch darstellen. Unsere Absicht ist, aufgrund von Beispielen zur Fehlervermeidung durch die Antragsteller beizutragen. Beispiel 1: Ein Betrieb nimmt in den Jahren 2022 und 2023 an UBB oder Bio teil. Im März 2022 wird Grünland im Ausmaß von 0,8 Hektar in eine andere Nutzungsart umgewandelt. Die Meldung, also die Bekanntgabe dieser Grünlandreduktion, erfolgt mit dem Mehrfachantrag 2022. Der Betrieb hat seit der erstmaligen Teilnahme am Ökopol 2015 kein Grünland in eine andere Nutzung umgewandelt und verfügt somit noch über die Toleranz von einem Hektar. In diesem Fall wird die Grünlandreduktion dem Ökopol 2015 angelastet und bleibt ohne Auswirkung. Beispiel 2: Ein Betrieb nimmt im Jahr 2022 nicht an UBB oder Bio teil, jedoch wird im Jahr 2023 an UBB oder Bio teilgenommen. Im Oktober 2022 wird Grünland im Ausmaß von 1,6 Hektar in eine andere Nutzungsart umgewandelt. Die Meldung, also die Bekanntgabe dieser Grünlandreduktion, erfolgt im Herbst 2022. Einerseits durch Bekanntgabe unter www.iama.at sowie andererseits durch Digitalisierung der ehemaligen Grünlandflächen mit der neuen Nutzungsart. Aufgrund der Nichtteilnahme an UBB oder Bio im Jahr 2022 und der Bekanntgabe der Grünlandreduktion noch im Jahr 2022 stellt sich die Frage nach einer allfälligen Toleranz nicht. In diesem Fall wird die Grünlandreduktion der GAP-Periode bis 2022 angelastet und bleibt somit ohne Auswirkung. Beispiel 3: Ein Betrieb nimmt im Jahr 2022 an UBB oder Bio teil. Im Jahr 2023 ist keine Teilnahme an UBB oder Bio geplant. Im September 2022 wird Grünland im Ausmaß von 2,5 Hektar in eine andere Nutzungsart umgewandelt. Es erfolgt keine Meldung der Grünlandreduktion an die AMA. Der Betrieb hat seit der erstmaligen Teilnahme am Ökopol 2015
kein Grünland in eine andere Nutzung umgewandelt und verfügt somit aus Ö-Pool 2015 Sicht über die Toleranz von einem Hektar. Weil aber keine Meldung an die AMA erfolgt, wird in diesem Fall die Grünlandreduktion dem Ö-Pool 2023 zugeordnet. Die Grünlandreduktion bleibt aber ohne Auswirkung, weil ab 2023 nicht an UBB oder Bio teilgenommen wird. Beispiel 4. Ein Betrieb nimmt im Jahr 2022 und im Jahr 2023 an UBB oder Bio teil. Im Oktober 2022 wird Grünland im Ausmaß von 1,3 Hektar in eine andere Nutzungsart umgewandelt. Die Meldung, also die Bekanntgabe dieser Grünlandreduktion, erfolgt im Herbst 2022. Einerseits durch Bekanntgabe unter www.iama.at sowie andererseits durch Digitalisierung der ehemaligen Grünlandflächen mit der neuen Nutzungsart. Der Betrieb hat seit der erstmaligen Teilnahme am Ö-Pool 2015 kein Grünland in eine andere Nutzung umgewandelt und verfügt über eine Toleranz von einem Hektar. In diesem Fall wird die Grünlandreduktion dem Ö-Pool 2015 zugeordnet. Die Grünlandreduktion stellt einen Verstoß dar, weil über die Toleranzgrenze von einem Hektar hinaus Grünland umgebrochen wurde. Der Betrieb könnte in diesem Fall die Beanstandung verhindern, indem die Umbruchsflächen zwischen Ö-Pool 2015 und Ö-Pool 2023 aufgeteilt werden, also zum Beispiel im Herbst 2022 zunächst nur 0,8 Hektar und die weiteren 0,5 Hektar erst im Jahr 2023 umbrechen bzw. in andere Nutzungsarten umwandeln. Auf dieser Folie bringen wir jetzt noch eine Zusammenfassung und abschließende Hinweise. Es gibt zahlreiche Grünlanderhaltungsauflagen. Dennoch sind nicht alle Betriebe von diesen Auflagen betroffen. Bei Umbruch bzw. Umwandlung von Grünland in andere Nutzungsarten im Jahr 2022 ist auch auf allfällige Grünlanderhaltungsauflagen im Jahr 2022 sowie auf allfällige Teilnahmen bzw. Laufzeiten im Ö-Pool 2015 zu achten. Eine durchgehende Teilnahme an Ö-Pool-Maßnahmen mit Grünlanderhaltungsauflagen ist nur innerhalb der Toleranzgrenzen möglich. Sollte nach dem Mehrfachantrag 2022 Grünland umgebrochen werden, ist in bestimmten Fällen eine Meldung erforderlich, je nachdem, welcher GAP-Periode der Umbruch angelastet werden soll. Bei Teilnahme an der Ö-Pool-Maßnahme Naturschutz ist entweder ein Umbruch ohnehin nicht möglich, oder im Fall einer erforderlichen Grünlanderneuerung ist jedenfalls Rücksprache per E-Mail mit der Abteilung Naturschutz zu halten. Ähnliches gilt auch für umweltsensibles Dauergrünland. Eine Abklärung mit der AMA per E-Mail ist unter Umständen erforderlich. Besonderes Augenmerk ist auf den Umbruchszeitpunkt zu legen. Wird der Umbruch bzw. die Umwandlung in andere Nutzungsarten, also noch der alten GAP-Periode oder schon der neuen GAP-Periode angelastet? In welcher Form die Antragstellung unter den neuen Rahmenbedingungen ab 2023 bzw. aus Ö-Pool-Sicht bereits ab Herbst 2022 stattfinden wird, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Darüber, wie die in diesem Video behandelten Fragestellungen im künftigen System zur Antragstellung zu berücksichtigen sind, wird rechtzeitig vor dem Start der Antragstellung informiert. Bei Fragen zum Thema Grünlanderhaltung, Grünlandumbruch steht Ihnen auch die Inveco Service Nummer 050 6902 Durchwahl 1600 zur Verfügung. Die Inveco Service Nummer steht von Montag bis Donnerstag ab 8 Uhr bis 12 Uhr und ab 13.30 Uhr bis 16 Uhr sowie am Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr zur Verfügung. Wir werden im Jahr 2022 laufend über die neue GAP ab 2023 informieren und betonen nochmals, dass noch keine endgültigen Richtlinien für die neue GAP ab 2023 vorliegen. Bitte nehmen Sie sich ausreichend Zeit, sich mit den neuen Vorgaben ab Herbst 2022 zu beschäftigen. Wir ersuchen Sie auch, einer Teilnahme an Ö-Pool 2023 Maßnahmen positiv gegenüberzustehen. Wir wünschen Ihnen, dass Sie mit unserer Unterstützung die richtigen Entscheidungen treffen. Bis zum nächsten Mal.